Es ist ein Kampf um jede Stimme auf den letzten Metern. Vor Anhängern im als besonders wichtig geltenden Swing State Pennsylvania sagte der republikanische Kandidat Donald Trump am Montagabend, er habe 4 Jahre auf diesen Tag gewartet. Der 5. November 2024 wird der Tag der Befreiung in Amerika sein. Und am ersten Tag werde ich das größte Deportationsprogramm von Kriminellen in der amerikanischen Geschichte starten. Wir werden sie rausschaffen. Wir müssen es. Ich werde mich auf den Alien Enemies Act von 1798 berufen. Damals wurde das Land ein wenig härter regiert als heute. Heutzutage gibt es einen Klaps auf die Hand, wenn man jemanden tötet. Man tötet jemanden, oh oh. Und ich fordere hiermit die Todesstrafe für jeden Migranten, der einen amerikanischen Bürger oder einen Polizeibeamten tötet, sagte Trump in der Stadt Reading. Bei einem weiteren Auftritt in Pittsburgh, Pennsylvania, drohte er, Mexiko und China, Zitat, mit Zöllen die Hölle heiß zu machen, falls sie den Zustrom der Droge Fentanyl in die USA nicht stoppten. Laut Umfragen läuft es bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris hinaus. Ob das Ergebnis noch in der Wahlnacht vorliegt, ist ungewiss.